Aber dann wäre es ja nicht mehr halb so spannend, wofür die im Endeffekt da sind. Ich glaube, ich habe bestimmt auch schon zig übersehen, denke ich. Seepferdchen! Oh. C, machen wir. Fassboden. Das schlägt dem Fass ja dem Boden aus. Kätzchen? Muschi? Was liegt unter dieser Patina des Anstands? Hm, etwas Sündiges, jede Wette. Ich hab die Muschi jetzt trotzdem nicht gesehen. Krieg ich das auch mit dem Messer kaputt? Naja. Wow. Wieder ein Mega-Leck. Das verstehe ich nicht. Hallo, Fischkopf. Das sind Joker. Sehr viel sehen, höre auf jeden Fall schon wieder einen Stein. Was gibst du mir denn? Ein Körbchen. Sehr schön. C. Ah, sieht aus wie ein Joker. Aber wie der Joker. Okay, von da aus, da rüber und dann... Hier. Jetzt hör doch mal auf, immer zwischen diesen hässlichen Ansichten zu zwitschen. Ich finde, das ist ja so ein riesiges Problem, ey. Das gibt mir tierische Eier. So. Also halt in manchen Sachen meiner Ansicht halt nicht selber irgendwie sagen kann, so ja, nö, jetzt will ich aber nicht. Mal hier. Falsche Tasse. Auch wieder falsche Tasse. Jetzt ist es richtig hier. Ah, cool. Da unten ist ja so ein Schneckengefilde. Die zweite rote, die zweite Farbe für die Rose, glaube ich. Müsste das sein. Für uns. Lässt die Erde beben. Keine Zeit zu verlieren. Alter. Wir haben doch keine. Oh nee, oder? Gott, ich bin fast runtergefallen. Erfolg. Komm, Alice, nicht sehr gut. Du hast schon den Zug verpasst. Gott, es ist viel hässlich, ohne Witz. Ja, ach doch, der Vorrat seiner Hutmacher ist schon da. Zwei Stühle sind frei. Soll es sowas sagen? Ich denke, oder? So, male die Rose rot an. 2 von 4. Achso, ich wollte gerade sagen, wie komme ich da jetzt raus? So, sehr schön. Haben wir hier noch irgendwas? Nö, ne? Ich denke nicht. Das sollte wohl reichen, sozusagen. Wieder zurück. Haben wir hier noch irgendwelche... Da ist die Blume. Ach, die Blume ist quasi der Hinweis für die... alles klar, für die Rose. Da kommen wir zu den verrückten Typen. Da würde ich jetzt aber noch gar nicht hin, denn ich will erst gucken, wo wir hier hinkommen. Jetzt sagen wir nicht nach unten, wo wir gerade waren. Nee. Nee, der Krüppel ist schon wieder hier, ey. Gier Himmel.
gibt's denn hier jetzt Schickes? Okay. Oh, eine Erinnerung. Alles klar. Das Varieté und die meisten Theaterstücke sind nichts für junge Menschen. Im Kasperle-Theater gibt's auch nur vulgäre Familienstreitereien. Was? Im Kasperle-Theater gibt's vulgäre Familienstreitereien? Wasserhoftheater. Ja genau, das ist ja das, wo wir eigentlich hinwollen. Oder hin müssen, sagen wir es mal lieber. Das ist ja ein bisschen hässlich, ne? Tut mir leid. So. Drei auswählen und gib ihm! Und gib ihm! Da. Und hier war auch wie so ein Zahnteil. What? What the fuck, die ist wie denn aber wirklich? Alter, was bist du denn? Nein? Alter! Okay. Nein, du bist wahrlich keine Schönheit. Da hinten, ne, da kommen wir her. Ja, ich denke, wir kommen da durch Steuerrad rein. Ne, alles klar. Ich von hier schon gesehen. Hui! Tot, ne? Ja. Bin mir nicht ganz sicher. Oh Gott, das wäre ja fast schiefgegangen, würde ich sagen. Ja, sehr gut. So, den. Alles klar. Okay, da gibt's noch ein paar mehr Zähne. Natürlich gerne mit. Ich denke mal. Jawohl. Nein, warum konnte ich jetzt nicht mehr springen? Was war das denn für ein Quatsch? Irgendwie ist jetzt gerade nicht mehr. Geht denn das nicht mehr? Was ist denn das für ein Blödsinn schon wieder? Verstehe ich schon ja nicht. Ist da irgendwas? Ne. Doch, da oben ist eine Plattform. Genau in die Richtung. Okay. War jetzt aber auch kein Schwein. Nein. Scheißegal, auf die zwei Zähne da kommt es jetzt nicht drauf an. Immer lieber, das Messer zum Zerstören von den Dingern, das dauert mir zu lange. Naja, macht mal. Jetzt haben wir den Dreh mittlerweile mit den Scheißfutschern auch raus. Achso, ist ja normal. Ich dachte, das wäre jetzt eine Truhe. C. Dat. Theater. Was für ein Theater. Okay, ich sehe einen Gang. Kriegen wir?
Eine weitere Erinnerung. Epidermis wies Verbrennungen dritten Grades auf. Der Rest ihrer Haut vergleichbar mit Karpfenschuppen. Was? Vergleichbar mit Karpfenschuppen? Das ist ja schon keine Verbrennung mehr. Oder? Natürlich keine Ahnung von sowas. Noch nicht so viele Verbrennungsopfer gesehen. Aber irgendwie deutet mir, dass wir noch da hinten können, oder? Ja, wir müssen wahrscheinlich... Ach ja, klar, wir müssen wahrscheinlich da hin. Quasi nur so ein Zwischenstopp. Gibt's hier noch irgendwas? Oder so eine Tür ist? Nee. Da geht mit nix. Aber wie? Zur Hölle kommen wir da hin? Nee, warte mal, von da aus kommen wir doch. Oder fuck, wo müssen wir jetzt hin? Das verstehe ich jetzt nicht. Wo muss ich denn jetzt hin? Alter. Wir müssen da rüber, ja? Aber, ach nee, dann... Ja, ja. Er hat nur seine Zähne in den Augen, in der Augen, Junge. Darüber, zack. Oh nee, wieder so Piratenschwuppes, siehste? So. Was? Da. Hau ich dir mal aufs Fressbrett, Junge! Das kommt wieder. Zeig dich, du feige Sau. Das hat mir jetzt was gebracht? Nix. Ja, super. Ah, jetzt ja voll klasse, ey. Mann, 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 ey. Oh ne, ich denke, da war bestimmt irgendwo ein Schwein, was irgendwas wieder ausgelöst hat. Ich habe es nicht noch gehört. So, hier. Wo ist das Schwein? Ich komme doch da jetzt gar nicht oben rauf. Wer war das? Hätte ich ein Schwein gehört. Hä? Okay, alles klar. Okay. Das hier ein Hürchen. Alles klar, jetzt weiß man auch. Da würde ich ja trotzdem nicht hinkommen, oder? Jetzt aber sehr merkwürdig hier. Ah, so. Da war das Rad, ist geöffnet. Hui. Zack. Zack. Ja, ab und zu fällt was runter, ne? Also, so habe ich das zumindest. Ein Gefühl. Was? Ich glaube, wir können wieder was aufwerten. Ah, ich denke, wir werden noch nicht das Pferd nehmen. Und auch nicht die Pfeffermühle. Wir nehmen das Messer, wenn dann. Ja, wow. Gib mir, oder? Ja. Verpalklinge. Verpalklinge. Hohler Zahn. Waffenhohler Zahn. Ach, Hohler Jan. Mein Gott. Wasserhoftheater. Nenn mal Rinder. So, ich bin mal gespannt.